Hallöchen, liebe Freunde, wir sind zurück bei Trials Fusion. Mit dabei der Chappie und ich, den Kobold. Hallo. Ich habe jetzt ein C-Springen angemacht. Nein, das ist doch kacke. Ich habe es trotzdem angemacht. Ja, aber das ist doch kacke. Wie ist Damit das will nicht? er jetzt einfach nur gewinnen. Hat wahrscheinlich noch Boost dann gemacht und springt einfach vom Ziel. Nee, vom du Start wirst ja jetzt oben angezeigt kriegen, was alles und springt jetzt einfach vom Start los, landet im Ziel, weil er so einen Boost bekommen hat. Juhu! Und wieder rückwärts runter. Yes! Jata! Ah, fuck. Wie du es da hochgeschafft hast, ey. Ich hab das schon oft mit diesen Dings gemacht, nämlich. Mit diesen auf dem Vorderrad lehnen. Das muss man hier anscheinend ganz schön oft machen. Der nächste Sprung ist nämlich genauso einer nochmal. Nein! Jetzt hast du es geschafft. Ah. Okay. Ah, fuck. Alter. Der Sprung war leicht. Fuck. Oh, fuck. Nein, 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 bleib oben. Fuck. Ah, verdammt. Er bleibt auf. Echt oben. Wir haben so eine Extremstrecke gerade ausgewählt, um zu gucken, wie lange das dauert, weil die werden jetzt immer schwerer. Also vom Gefühl zumindest werden sie immer schwerer. Genau, ja, wissen wir es ja nicht. Ja, doch, die sind ja in der Schwierigkeitsgrad geordnet. Ist das so? Ja. Und je weiter man nach hinten kommt, desto schwerer werden sie halt. Ne? Und das sind jetzt, gibt es nur noch drei Strecken insgesamt. Also im schlimmsten Fall. Seht ihr 30 Minuten den einen und denselben Sprung? Und im besten Fall seht ihr noch eine Strecke. Also, so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster nehmen. Nee. Naja. Mann, ich komme hier einfach nicht hoch. Ah, Mann. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe mich nach vorne gelehnt. Ja, nach vorne den ist ja so eine Sache. Ah, Mann. Fuck. Aber? Ich komme halt. Ja. Und ich. Mann, es klappt einfach nicht. Ich springe einfach. Die Strecke einfach wieder nach unten. Und das war's. Ah, Mann. Nein, warum lehne ich mich denn nach vorne? Oh, das gibt ja nicht. Das Gute ist, der Glamolt ist noch nicht hier. Nee, ich bin ein Ding hinter dir und ich komme da nicht hoch. Weil ich nicht weiß wie. Jo. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon vergessen, welcher Sprung da war. Das Ding nach oben fahren. Kein Sprung. Fuck, warum lehne ich mich denn nach vorne? Jetzt hast du es doch geschafft, oder? Jo, zwar gecheatet, aber egal. Wieso gecheatet? Weil ich nur mit dem Hinterrad auf dem Rücken hier drüber gerollt bin und wurde checkt, wenn dann in die Luft geflogen bin. Das war nicht gecheatet in meinem Buch. Ach, so hast du es auch gemacht, ja? Nee, so wie es nicht immer. Wie soll das hier gehen? Mit viel Fantasie und ein bisschen Skill. Wenn ich es wüsste, wäre ich doch schon weiter. Ich Nein! Ich setz ein Ding drauf. Aber elegant sah das nicht aus. Dann hinten musst du dann, wenn du oben bist, ich war schon einmal oben, musst du nochmal einen Sprung machen, nämlich.
Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Map hart wird. Echt? Nicht, weil ich jetzt schon mal 100 versuchen bin. Bist du doch noch gar nicht. Ja, aber gleich. Gleich, gleich. Was Gleiches interessiert jetzt nicht. Ah, fuck. Nein! Ja, da oben war ich auch einmal. Ja, ich habe die Wand jetzt noch gesehen, das ist schon mal gut. Ich weiß, was da oben abgeht. Und ich nicht weiß, wie ich überhaupt... Yes! Ich brauche... Nein, nein, nein! Ich brauche einfach den Druck, den ich dir gebe. Das klingt irgendwie falsch. Wie soll das denn hier gehen? Oh, fuck. Ich frag mich echt, ob so professionelle Motocross-Fahrer das auch mal probieren würden. Nein, würde ich direkt sagen, nö, physikalische Gesetze ist nicht drin. Boah. Boah, alles bis hierhin waren noch Peanuts, habe ich das Gefühl. Kann ich nicht beurteilen. Nein! Mann! Ich krieg das Hinterrad nicht runter! Da drückst du einfach noch um. Schnauze. Anscheinend ist er mit einer multiplen Persönlichkeit angetreten heute. Wieso heute? Die habe ich schon ewig. Eine kleine Stimme im Kopf, ey, die mich mal wieder macht. Alter, wie soll das denn gehen hier? Na, indem du einfach rüberspringst. Ja. Das Problem ist, das Rüberspringen schaffe ich ja. Aber da muss man dann landen und direkt erstmal noch eine Wand hochfahren. Okay. Wie soll das gehen? Oh, geschafft. Was? Wie das denn? Das hast du doch gar nicht geschafft, Mann. Ne, mein Körper aber. Ja, das ist ja kein Ding, ey. Oh. Ach so. So geht das nicht. Hä? Hä? Nee, das ist nicht möglich. Man hüpft einfach ja dagegen weg. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, fast. Der fährt doch da oben nicht. Der hüpft da einfach nur dagegen. Oh, puh. Ich weiß nicht, wie das klappen soll. Er fährt einfach nicht hoch, das kannst du vergessen. Das ist nicht möglich. Nicht schaffbar. Quengeln bringt nichts. Ich habe das gestern schon mal erwähnt, ja? Nicht quengeln auch nicht. Ich habe dadurch keinen Nachteil, wenn ich nicht quengle. Oh, fast.
Oder wenn ich kränken darf. Wenn ich nicht kränken, habe ich vielleicht schon einen Nachteil, dass ich mich auflebe. Wie fast? Deine Vater auch nicht da oben. Du brauchst auch die ganze Zeit nur ab. Darum geht's doch gar nicht. Nicht genug Schwung. Ah. Ich krieg den Daumen gerade mal hin. Puh. Das geht vor allem auf den Daumen, dieses Hin- und Herwackeln. Zack rüber, zack hoch und runter. Bisschen zu weit noch. Wieder zu wenig Schwung. Ah, fuck. Oh. Ich glaube, das wird ein typisches. Oh, nein! Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Mit Boost kein Problem, weißt du, da wäre ich schon oben. Ah, fuck. Wahrscheinlich ist die Map nur mit Boost schaffbar. Nein. Ich war doch schon jetzt ein paar Mal fast oben. Scheißhaus. Mir fehlt nur minimal ein bisschen Schwung, auf den ich jetzt hier hinarbeiten muss. Das Problem ist. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie es funktioniert. Dass mein ganzer Körper hier verkrampft. Das voll wie du nach der Zeit. Du gibst ja auch keine Tipps, wie das hier funktionieren soll. Nö, tu ich auch nicht. Ja, ich bin halt die ganze Zeit dagegen und fahr runter. Das hat null Sinn. Das hat halt null Sinn, das zu machen. Ja. Sag doch Bescheid, wenn du es geschafft hast, ey. Ja, würde ich ja gerne. Dafür muss ich es aber erstmal schaffen. Ist ja nicht so, dass ich hier schon länger hänge als du, ey. Jo, drei Versuche vermutlich, ey. Nee. Oh, fuck. Ich weiß nicht, was du machst. Ich springe dagegen voll runter. Das war's. Mehr machst du nicht. Die ganze Zeit. Es ändert einfach nichts, egal wie ich Anlauf nehme oder was. Er fährt einfach nur einen Meter, prallt einfach ab, zack, runter, tschüss. Mann! Physik! Wie Physik? Ah. Physik hatte ich eine 6, bin ich durchgefallen. Das war mir zu dumm. Das hat einfach nur Logik. Ja, nein! Wenn ich es schaffe, sage ich dir, wie es geht. Ja gut, dann warte ich jetzt. Wenn ich es nicht schaffe, dann sag ich es dir nicht. Logischerweise, ja. Weil dann kann ich es dir nicht sagen, weil ich es dann nicht weiß, richtig. Ah, Mann. Du willst mir nicht sagen, wie du da überhaupt hochkommst. Ich meine, ich springe wie gesagt. Siehst du auch die ganze Zeit, ich springe aber. Du musst mit dem Hinterrad so aufkommen, dass dein Vorderrad erst nachträglich sozusagen gegen das Ding fährt. Ja. Dann schaffst du es ein bisschen hochzufahren. Ja. Aber nur ein bisschen. Und dann musst du den Schwung nehmen und bremsen und nach vorne lehnen. Du darfst mich auch sehen. Ja, weil du dich zu weit nach hinten lehnst. Jetzt hattest du es doch fast. Ich hatte gar nichts, er fällt aber nach hinten. Nein, du bist da ein bisschen nach vorne. Jetzt musst genau. Jetzt hattest du es doch wieder fast. Jetzt musst du es nur noch so schaffen, dass dein Rad halt vorne drauf landet. Und an dem Punkt hänge ich doch selber noch. Jetzt schaffe ich wieder keine Longjumps, weil ich am Retardo bin. Ich krieg den Schwung einfach nicht zusammen. Also, ich hatte ihn schon einmal fast. Oh.
Das ist. Pauline, 15 Minuten, halt deine Presse! Jetzt! Wie geht das? Genau wie ich es dir gerade gesagt habe. Das geht aber nicht! Doch, irgendwann schaffst du es einfach, Lucky. Doch! Ich hab's so gemacht, Mann! Irgendwann schaffst du es! Irgendwann schaffst du es, Lucky, mit dem Dings! Ich guck die Aufnahme nach, ne? Wenn du einen Booster hast, ne? Weiß ich das. Ja, mach das. Guck dir das an, ne? Dann fahr die mal bitte zu Ende. Ich hab keinen Bock. Ich würde ja gerne, aber hier geht's nicht leichter weiter, Mann! Hör auf zu feiern und konnte fallen die ganze Zeit nur noch unten. Der fährt nicht hoch. Ich komme auch nicht mal drüben an, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann. Das Problem ist, dieser Sprung hier, der geht eigentlich vom Schwierigkeitsgrad. Ich bin nur gerade zu schlecht. Wer das weiß. Aber wenn ich schon zu schlecht bin, was bist dann du? Ja, ich bin eine Katastrophe, Junge. Ich bin ein professioneller Anfänger. Ein professioneller Anfänger? Ja. Okay. Das ist weniger viel, Junge. Oh Mann. Wieso komme ich jetzt mit so viel Schwung da drüben an? Das will ich gar nicht. Zählt denn das Reinspringen nicht? Mann. Ich möchte ja nichts sagen, ne? Zum Glück haben wir aber nur eine Strecke genommen. Ja. Ich habe immer noch nicht kapiert, wie das gehen soll. Ich hab's dir genau erklärt. Ja, ich weiß. Aber ich krieg's nicht geschissen. Ja, gut, das ist aber also, was anderes. Das ist was anderes, als nicht zu wissen, wie es geht. Ja, ich weiß ja nicht, wie es geht. Doch! Ich hab's angeblich gemacht, hast ja. Aber wie du es geschafft hast, hast du nicht gesagt. Hä? Ich hab's genauso geschafft. Was willst denn du? Ja, das kann jeder erzählen. Weißt du, erzählt das den Leuten, die das glauben? Ja, du solltest es glauben, weil es ist so gewesen, ey. Ja, das glaubt aber niemand. Jetzt schauen wir gleich ein YouTube-Video an. Aber. Und dann. Weiß ich, wie es funktioniert. Der zeigt nämlich das nicht. Der hat dann den Booster gekriegt und läuft dann für einfach nur was. Aber normal ist es ja nicht möglich. Mann! Geh mir nicht mit deinen Lappalien auf den Sack! R1, L1 und L2. So, Booster! Funktioniert. Geht einfach nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Oh Mann. Auf. Man knallt aber mit dem Gesicht oben auf. Dann hast du es doch schon fast. Eis habe ich fast. Wie du es nicht glaubst, vor allem, das ist so hart, ey. Ich habe dir genau gesagt, wie es geht. Ich glaube dir, dass du mir das so verraten hast, aber es geht einfach nicht. Ey, man braucht da ganz viele Versuche dann mit der Taktik, Mann. Ich habe einen einzigen Versuch. Die spielen doch aber auch viel mehr, Mann. Keiner spielt mehr. Dann ist es ganz schön traurig, wie scheiße du bist. Ja, weil ich halt nicht cheate. Ich versuche das ehrlich zu meistern. Mit anderen Leuten. Alter, was ist denn das hier für ein... Meine Hände schwitzen. Minuten. Ich bin genau einen Sprung weiter, ey. Das gibt's einfach nicht.
Fuck! Ja, aber die Sprung hier ist ja schon unmöglich. Du verrätst mir nicht dein Cheat. Ich hab dir mein Cheat verraten. Wenn du nee, zu dämlich bist, ihn anzuwenden, kann ich da nichts für. Kannst du. Du hast es schlecht erklärt. Wenn der Lehrer kacke ist, kann doch schon noch nichts werden. Würde also, der Lehrer hat einfach Angst, dass der Schüler ihn übertrifft. Deswegen verrät er falsche Taktiken. Oh Mann. Hast du Gas durchgehämmert? Ja, bis ich dann bremsen musste, um mein Vorderrad nach vorne zu bekommen. Und das da drauf landen zu lassen. Davon muss man aber erstmal auf dem Vorderrad landen. Nein, du musst vorher schon bremsen, weil dein Vorderrad kannst du uns nicht ordentlich nach vorne ziehen. Hast du den Sprung jetzt geschafft? Nein. Alter Mann! Hör mal auf, mich jetzt unter Druck zu setzen. Sieht aber easy aus. Der Sprung ist ja auch der einfache Part. Oh fuck, Mann! Jetzt kommt er hier nur noch rübergeflogen. Oh fuck. Ja, das war voll auf Versuche. Ich hau dir gleich ins Gesicht, ey. Ja, komm her, ey. Ja, du willst doch nur, dass ich nochmal zurückkomme. Ne. Mann! Natürlich will ich das. Damit du mir das ja immer zeigen kannst. Warte mal, ich hab eine super tolle Idee. Ah, oh, fuck. Es geht nicht! Wir haben 450 Versuchen, gleich ist eh vorbei. Alter, dieser scheiß Sprung. Sah doch gar nicht so schwer aus. Der Sprung hier vorne ist ja auch der einfache Part dieses Hindernisses. Das ist der zweite, der einfache Part. Ich würde dir zeigen, wie es geht, aber ich hänge ja gerade noch. Ja, warum hängst du da denn eigentlich noch? Ja, das ist unmöglich. Und jetzt ist ja nur geradeaus nach oben fahren, ey. Easy peasy. Sag dir, first try würde ich das machen. First try. Du weißt gar nicht, wie gerne ich dir jetzt ins Gesicht tun würde, wenn die so aussieht. Ja, aber komm her! Weißt du, wo ich wohne? Ja. Die Tür steht auf. Aber ich kann gerade nicht. Ich muss hier versuchen, diesen Sprung zu schaffen. Ich kann mich ja nicht mit dir in eine Reihe blicken lassen, sonst. Oh. Da kommt er wieder angeflogen. Siehst du mich da eigentlich? Ja. Alter, schaffe ich doch weiter. Ah, warte mal, ich mach das. Oh, fast. Verblieben 50 Fehler. Ja, die schaffe ich noch. Du solltest dann lieber hier liegen bleiben, bevor du den letzten. Warum? Hä? Hast du Angst? Hä? Nee, ich meinte, du solltest dann liegen bleiben, wenn du, bevor du deinen letzten dann wegballerst. Damit du mir noch zuschauen kannst. Ich kann oder, auch oder kannst du dir auch so. Ja, das ist ja die Frage. Weiß ich nicht mehr. Werde ich gleich rausfinden. In der Theorie weiß ich, dass der kackte Sprung ja geht. Aber in der Praxis schaffe ich nicht mal einen Long Jump. Boah, warum? Warum habe ich denn jetzt teilweise zu viel Sprung? Ich schnall hier einfach dieses Spiel manchmal nicht. Ich komme da nicht hoch. Ja.
Und die Zeit auf 5 Minuten, ja, dafür mache ich mir keine Gedanken, dass ich das in der Zeit schaffe. Oh Mann! Na, nein. Und nein. Nee. War das Ding ein bisschen länger, die Schräge da, ne? Nach unten hin und nicht ganz so steil, wär's easy. Und wenn, weißt du, wie es noch einfacher wäre? Wenn da einfach eine gerade Strecke gebaut worden wäre drüber hinweg. Ja, das würde ich nicht schaffen, das wäre wieder unmöglich. Können wir hier eigentlich nochmal hochfahren? Jo, ich springe einfach auf dem Hinterrad ein bisschen rum. Wuhu! Okay, letzter Versuch! Nicht geschafft. Und er fällt einfach rum. Kann ich jetzt den anderen Zug bitte? Nein? Doch, kann ich. Komm. Echt easy. Ja, das sieht echt easy aus. Weißt du, was auch easy aussah? Das, was du da gemacht hast. Ja, wette, du schaffst das nicht normal, das, was ich gemacht habe. Wetten, du schaffst es überhaupt nicht. Ja, habe ich auch nicht. Ja, eben. Ich hab's aber geschafft. Warum soll ich es nicht nochmal schaffen? Ja, weil du einen Cheat benutzt hast, der jetzt hier nicht funktioniert, weil du jetzt einen Berg hoch musst. Hast du mal versucht, das Hinterrad reinzuhaken und dann... Ja. Das, ich versuche mich immer nach vorne zu drehen, dann wenn ich. Aber ich krieg nicht genug Schwung, dass ich mich da dann einhaken kann. Außerdem musst du danach noch so einen Sprung machen irgendwie oder so. Ich weiß, dass es in der Theorie hier einfach aussieht. Aber es ist echt, keine Ahnung. Er sagt ja, first try. Easy. Ist ja einfach kinderleicht. Da ich nicht sehe, wie viel Zeit du noch hast, das ist ein bisschen kacke, weil meine Zeit läuft aber nicht weiter. 3 Minuten. Ach, kannst du nicht so viel Schwung nehmen, dass du einfach drüber springst? Nee. Da musst du halt den Boost-Tag früher aktivieren. Hier wäre gut. Du musst auch nur fliegen. Nee, dafür ist das Bike zu schwer. Was denn für ein Boost-Hack, Alter? Was willst denn du von mir, Mann? Ja, den halt heimlich benutzt. Ich benutze gar nichts, ey. Alter, ich bin hier dafür, du steigst jetzt hier ab, kletterst runter und gehst da hinten Fußball spielen. Jo. Du musst halt auf dem Vorderrad da ein bisschen weiterspringen, sodass du in die Lücke da reinkommst. Ungefähr so. Oh, so hätte ich das schaffen können, ey. Da hätte ich genug Schwung gehabt, aber... Wie hab ich... bin ich da... Alter, das kannst du schon vergessen, ey. Wir würden euch ja gerne das Ende der Map zeigen, aber ich glaube, das ist nicht drin. Würde ich auch behaupten, das ist nämlich nur noch 1 Minute lang. Also. Gucken wir uns noch 1 Minute diesen Sprung hier an. Vielleicht schaffst du es ja noch. Wenn ich den wenigstens noch schaffen würde, ey. Das wäre geil. Also haben wir Punkte gleich dann. Wir beiden 9 haben 0. Alter, das sieht schwer aus. So wie du es verkackst. Easy, das Hinterrad muss man runter machen, nicht hoch. Du musst dich erstmal ein bisschen nach vorne lehnen, damit das Hinterrad dann auch an der Stelle runterkommt. Ja, du warst gerade weit genug vorne, aber nein, das Problem ist, dass das eine Schräge ist. Du kannst das dann nicht ziehen.
Ah, Mann. Das Problem ist, dass du einfach zu schlecht bist. So. Aber mit diesem Bild, 0 Punkten für 2 Nullen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.